Yes. Yes, now I remember. It was a letter. That's why we snuck into the house. Mycroft asked us to. He wasn't angry we stole, but that we got caught. Oh, that's right. It must have been only a couple of months after we moved to Cordona. Ugh, the good old days. Whoa. How very odd. It appears that memory stood between me and the manor. It's as if my mind palace had seeped into the real world. This deserves further investigation. Perhaps there's more to discover inside. As long as there is a comfortable place to put my feet up, I'll be happy. Maybe a chaise longue. Aha! In we go. Ups, Entschuldigung. Home, sweet home, Sherry. Auktionsmitteilung. Hiermit teilen wir mit, dass am 20. Juli eine öffentliche Auktion im Stonewood Manor stattfinden wird. Bei den zu ersteigernden Stücken handelt es sich um eine erlesene Auswahl aus dem Besitz der Familie Holmes. Alle Stücke wurden von Sachverständigen begutachtet und auf ihre Echtheit hin überprüft. And I was wondering why it's so empty in here. There may be a small chance that some of our property could be found among local traders' wares. It is worth a look, wouldn't you say? Such überall auf der Insel Händler auf, um Einrichtungsgegenstände für das Herrenhaus der Familie Holmes zu ergattern. Achte stets auf Ausrufezeichen auf der Karte, die erscheinen, sobald ein Händler neue Waren anbietet. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Gut, damit geht's nicht. Über den Tod von Violet Holmes, 10. April 1869, Tragödie im Stonewood Manor. Miss Violet Holmes, die Witwe von Sieger Morland Holmes, verstarb am gestrigen 9. April 1869 unerwartet auf ihrem Anwesen. Sie hinterlässt zwei Söhne im Alter von 20 und 10 Jahren, wobei unklar ist, ob sie weiterhin in Stonewood Manor wohnhaft bleiben. Miss Holmes hatte das Anwesen erst vor einem Jahr käuflich erworben. Trotz ihrer schlechten körperlichen Verfassung aufgrund einer Tuberkuloseerkrankung hatte sie rasch Anschluss in ihrer neuen Heimat gefunden und war von der Elite Cordonas bereitwillig aufgenommen worden. Sie war eine Frau mit vielen Fähigkeiten und besaß die Stärke eines Heiligen. Eines Mannes, die Gewissenhaftigkeit einer Heiligen und die scharfsinnige Schlagfertigkeit eines Satirikers. Als Spezialistin für Objekte aus der Antike wurde sie zu einer gefragten Sachverständigen. Die Polizei leitete nach ihrem Eintreffen auf dem Anwesen sogleich Ermittlungen ein. Gab bisher jedoch keine Einzelheiten bekannt. Die Todesursache ist unbekannt. Something did happen that day, but no one can tell us the details. How can that be? Agreed. It's rather suspicious. Hey, this is the luggage we brought from London, isn't it? Hey, this is the luggage we brought from London, isn't it? Hm. Hier geht's nach draußen, oder? Ja. Ich weiß halt nicht, was ich hier drin noch machen soll. So, wir könnten mal oben gucken gehen.
Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Hm. Another one. Also durch die können wir alle noch nicht gehen. Die so grau eingefärbt sind. I heard footsteps upstairs a second ago. Wait, do we have an attic here? Ein Dachboden, aber auf den werden wir wahrscheinlich nur kommen. Durch die Räume, in die wir noch nicht können. Aber was soll ich jetzt hier noch machen? Ich muss doch irgendwie in die Räume reinkommen. Das wird doch momentan mein Hauptziel sein, oder nicht? One of the first things I saw when entering this house as a child. It's like déjà vu. Mycroft's umbrella, the only outgoing thing in his wardrobe. Another memory incoming, Sherry. Strange. I struggle to recall anything about the day we moved in. The only detail I'm sure of is that it was raining early that morning. Hat so angehört wie Regen.
Ryecroft's umbrella, the only outgoing thing in his wardrobe. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Mycroft's umbrella. The only outgoing thing in his wardrobe. Was muss ich hier finden? Muss ich hier überhaupt was finden? Das spielt doch gar keine Rolle mehr. Das haben wir doch alles schon abgeschlossen.